Guten Tag und herzlich willkommen bei der Kräuterwerkstatt von Katrin Hänsli. Mir ist heute der Frühling über den Weg gelaufen und ich möchte euch ganz herzlich einladen, das mit mir zu teilen. Schaut mal, wie der Bärlauch schon in voller Pracht am Wachsen ist. Und genau jetzt wäre es wunderbar, um ihn zu sammeln gehen. Der Bärlauch, wie sein Name schon sagt, verleiht Bärenkräfte. Und im Frühling ist er eine schöne Unterstützung für die Entgiftung. Also haben wir eigentlich mit dem feinen Geschmack, wenn man zum Beispiel ein Pesto aus dem Bärlauch macht, auch noch eine wunderbare Wirkung. Als Reminder für alle, die sich ein bisschen Sorgen machen, dass man den Bärlauch sicher nicht verwechselt mit irgendwelchen Giftpflanzen, nämlich ein Maiglöckli und der Herbstzeit losen. Da nochmal schnell die wichtigsten Tipps. Wenn wir den Bärlauch sammeln, dann sammeln wir jeweils ein Blatt. Das Blatt hat einen langen Stiel und der Stiel kommt direkt zum Boden raus. Das ist ein Charakteristikum. Das zweite, was ihr euch merken könnt, ist hinter, auf der Hinterseite des Blattes die Rille. Seht ihr, wie sie den Schatten wirft? Also hier in der Mitte haben wir eine dicke Rille am Blatt entlang. Dann ist das Blatt schön weich. Ihr seht jetzt hier im Film, dass ich das schön ein bisschen zerknüllen kann, ohne dass das Blatt bricht oder kaputt geht. Es ist also schön weich und nicht hart. Wenn wir es ganz zerknüllen würden, dann nachher würde der Bärlauch seinen charakteristischen Geruch freisetzen. Durch die Zerstörung der Blattstruktur werden Senfölglykoside mit Enzymen gemischt und durch das löst sich Senföl vom Glykosid und fängt an zu schmecken. Wenn wir jetzt aber schon ein ganzes Körbchen voll Bärlauch gesammelt haben, dann schmecken natürlich unsere Hände schon fest nach Bärlauch. Also lasst euch diesbezüglich nicht in Irre leiten und sind wirklich achtsam auf die Rille an der Blattunterseite und die weiche Struktur hilft mir immer wieder. Also wenn ich eine Herbstzeitlose oder ein Maiglöckli anlange, ist das viel härter und auch das einzelne Blatt, das direkt aus dem Boden kommt. So, ich tue jetzt hier noch ein bisschen weiter sammeln und mache mir dann einen feinen, bärenstarken Znacht. Und ich wünsche euch ganz einen schönen Frühling. Auf Wiedersehen!